Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sengoku Dynasty. Endlich kam das Update. Und ich weiß, ich bin zwei Tage zu spät. Zwei Tage, nachdem das Update rauskam, bin ich erst hier am Start mit meinem neuen Teil. Eigentlich sollte das Video gestern rauskommen, aber ich war krank. Ich war zwei Tage lang komplett, weiß ich nicht, Grippe, Corona, ich habe mich nicht getestet, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich komplett im Eimer. Heute geht's, deswegen nehme ich auf und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil. Und damit, let's go. Also erstmal stand beim Laden da, inkompatibler Speicherstand. Es kann zu Problemen führen. Stand da. So. Jetzt habe ich einfach mal gestartet. Wir haben ja noch nicht so viel gemacht. Und bis jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. So, wir haben hier vorne eine Quest, die hatten wir vorher noch nicht. Ich will mal kurz gucken, ob hier hinten wieder Stroh liegt. Warum liegt da Stroh? Nee, natürlich nicht. So. Dann quatschen wir mal mit ihr. Sie hat auf jeden Fall eine Quest für uns. Sayuri. Die haben ja auch links die Quest. Lade Sayuri ein, sich deinem Dorf anzuschließen. Ah ja. Ich weiß nicht, ob wir die vor dem Update auch schon hatten, die Quest. Kann ich euch nicht verraten. So. Toshi meinte, es gäbe etwas, bei dem ich dir helfen könnte. Ich habe ein paar Ideen. Zum Beispiel gab es hier einmal eine Brücke, viel genutzt von Reisenden und fahrenden Händlern, die uns besuchen kamen. Als Sasori niedergebrannt wurde, wollte die Shogudai-Armee es uns erschweren, je zurückzukehren. Also zerstörten sie auch die Brücke. Eine solche Brücke könnte uns in Zukunft von Nutzen sein. Ganz genau. Im Moment kommen nur Plünderer und Aasfresser in unser Dorf und diejenigen, denen etwas an der Erinnerung liegt. Außerdem hat sich mein Leben auf dieser Brücke verändert. Auf dieser Brücke. Aha, ist es ein Übersetzungsfehler oder? Ich kann einfach nicht weit von diesem Ort entfernt sein. Vielleicht erzähle ich dir eines Tages davon. Ich kann die Brücke nicht allein wieder aufbauen. Hör zu, wenn du in deinem Dorf ein Zuhause für mich hast, würde ich mich sehr gern anschließen. Ich werde tun, was nötig ist, damit wieder Menschen über die Brücke kommen können. Okay, die wohnt jetzt bei uns. Ich muss mich erst wieder reinfinden, Leute, ey. So. Ich hätte gern... Ich hätte gern irgendwas in Richtung Holzfäller. Jagdhütte, Fischerhütte, Holzfällerhütte. Ja. Also irgendwas, damit wir hier schön und effizient Holz fällen können. Holzstamm brauchen wir noch. Okay. Ist ja eigentlich Holz nachgewachsen? Ich glaube schon. Ich habe übelst den Frosch am Hals. Tut mir leid. Wollen wir mal kurz? Entschuldigung. Ich muss kurz einstellen, dass mein Controller hier nicht mitvibriert. Ich spiele nämlich gerade mit meinem Controller. Vielleicht interessiert euch das. Dragon's Dogma, den ersten Teil. Damit ich ready bin, wenn der zweite Teil rauskommt. Aber... keine Angst, ich werde das nicht auf YouTube bringen. Nur für mich alleine. Aber falls ihr mal dieses Spiel kennt, sehr, sehr schön. Und das spiele ich gerade mit Controller. Falls jemand das Spiel nicht kennt, ist so ein bisschen wie soll ich das sagen? Ein Rollenspiel. Und das ist so ein bisschen also es ist auf jeden Fall erstmal sehr aufwendig. Von den Spielmechaniken her. Mega gut. Und gleichzeitig ist es so ein bisschen Japano-Rollenspiel.
Und es ist von 2016, hat so ein bisschen Grafik wie. So ein bisschen wie Dark Souls 2, würde ich sagen. Also jetzt nichts Atemberaubendes, aber cool. Mag sehr. Und der zweite Teil kommt ja jetzt im Ende März raus und der sieht halt hervorragend aus. Leute, seht euch immer Videos zu Drinks Dogma 2 rein, ey. Es ist einfach nur episch. Es wird sehr gut, ich sag's euch. Gefühlt ist dieses Spiel auch hübscher geworden, oder? Steine und Stöcke brauche ich. Toll, gerade eben meine ganzen Stöcke verbraucht. Wo haben wir denn den Bretterabzieher hier? Nee. Da ist er. Braucht, glaube ich, noch ein paar Bretter. Dynastielager, um versorgt zu werden, Dinge herstellen zu können, benötigt dein Dorfbewohner Zugang zu Werkzeugen und einem Ort, bla bla bla. Okay, haben wir doch schon, oder? Wir haben doch schon ein Lager. Nicht genügend Materialien. Also, ich stelle mir jetzt vor, dass die erste, die bei uns jetzt arbeitet, da drin arbeitet, in der Holzfäller, in dem Holzfällerschuppen-Dingsbums. Dass wir einfach jemanden haben, der hier ein bisschen dafür zuständig ist, dass wir hier Holz haben. Ich verstehe das nicht mit dem Eingangslimit hier. Ich soll jetzt hier irgendwas hinbauen, aber ich habe ein Eingangslimit 2 von 3. Ist das Gebäude jetzt schon fertig? Ist das schon fertig? Also hier kann ich schon was herstellen. Okay. Das ist die Holzlager. So, wartet mal. Holzlager kann ich auch errichten. Verstehe. Okay. Ja, ist jetzt die Frage, wohin mit dem Ding? Vielleicht hier so daneben? Ja, brauche ich wieder sehr, sehr viel Stämme. Ich muss mal kurz gucken. Kann ich jetzt sagen, Bevölkerung, Akku, arbeitslos. Arbeitsplatz zuweisen. Holz arbeiten. Immer auswählen. Okay, okay, okay. Benötigt Axt. Achso, ich habe 4 Slots, um Schematas auszuwählen. Verstehe. Ja. Also jetzt machen die erstmal Holzstamm, Laubbaum, Nadelbaum. Okay, und sie ist jetzt Holzarbeiterin. Und sie würde ich jetzt erstmal auch in das kleine Haus rein. Ja. Hat sie zumindest erstmal einen Schlafplatz. Und bei Arbeitsplatz zuweisen würde ich auch erstmal sagen, Holzarbeiterin. Okay. Und jetzt brauche ich Äxte. Ah ja, brauche Steine. Okay. Sticks and Stones, wie in Mad Eagle. Ah, hier, auf den Wegen sind immer sehr, sehr viele Steine. Weil ich glaube, wenn ich die jetzt in das allgemeine, also das müssen wir jetzt testen, ne? Wenn ich die jetzt in das allgemeine Lager tue, die Äxte, dass die dann von den Leuten geholt werden. Hoffe ich. Es regnet. Schön. Also sieht auch gut aus. Ne? Macht so ein bisschen Blaufilter auf das gesamte Game. Fällt mir aber.
So, wir tun jetzt hier mal ein paar Äxte rein. Okay, meine habe ich noch. Sehr gut. Ja. Dann hoffe ich, dass die jetzt arbeiten. So, sie geht jetzt auf einen Baum zu. Nee. Okay. Wo geht sie hin? Anderes da noch drin? Also sie scheint noch nicht zu arbeiten. Hier sind auch nur noch 8 Äxte drin, ne? Ich will mal kurz was gucken. Und zwar, was steht denn hier bei dem Lager? Gebäude, Lagergebäude, allgemeines Lager. Wird in diesem Dorf benötigt, um verschiedene Rohstoffe, Werkzeuge und Gegenstände mit Hilfe der Dynastieproduktion herzustellen und lagern zu können. Einige Arbeitsplätze sind darauf angewiesen, dass ihre Werkzeuge hier gelagert werden. Also müsste das eigentlich direkt, müsste eigentlich vollkommen das Richtige sein. Ja, also ich werde jetzt erstmal ein bisschen selber Holz jagen, bis die hier soweit sind. Jetzt nochmal kurz Arbeitsplätze. Kein Holzlager. Okay. Kann das sein, dass die erst arbeiten, wenn die ein Holzlager haben? Ich baue jetzt mal das Holzlager fertig. Holzhammer wurde zerstört. Naja, bauen wir einen neuen. Also das ist hier, glaube ich, neu. Dieses mit dem, dass man hier wie in Mad Eagle Dynasty die Art verändern kann. Des Eingangs. Leerer Eingang. Ja. Also das muss man, man muss ja im Prinzip Eingänge mit Holzleiter machen und leere Eingänge, verstehe. Also es ist ein bisschen anders, das Bauen, als noch davor, aber ich kann es euch nicht sagen, ob es davor auch schon so war. Dafür habe ich dieses Spiel einfach zu wenig gespielt. Aber ist ganz gut so, weil wir können ja unseren Speicherstand wieder verwenden. Ich glaube, ich habe gerade einen Bug. Konnte jetzt meine Axt nicht mehr benutzen. Jetzt wieder. Musste kurz was anderes ausrüsten. Interessant. Okay. Ich glaube, das war's. Das müsste jetzt das Holzlager sein. Holzlager. Okay, verstehe. Jetzt gucken wir kurz mal in die Dynastie bei Arbeitsplätzen. Benötigt Axt. Ach so, hier muss ich es anklicken. Lol. Okay, jetzt haben die eine Axt. Jetzt müssen die loslegen. Jetzt haben die ein Lager, die haben eine Axt und jetzt geht's los. Feuer frei, Mädels, los. Aktion. Will hier was sehen. Ihr dürft jetzt ruhig was machen. Ich hätte gerne schöne Straßen bauen. Aber so wie ich dieses Spiel kenne, gibt es das noch nicht, ne? Dorfbauwerke. Dorfbeleuchtung. Landwirtschaft. Bohrer. Zäune. Dekorationsgegenstände. Sonstige. Also hier kam einiges dazu. Finde ich gut. Also ich glaube zumindest, dass da was dazu kam. Das hier auch. Abreißen. Einfache Bauwerke. Teilprojektwerkstatt. Ach du Scheiße. Bergbauposten. Ein Gebäude, in dem Rohstoffe wie Stein, Lehm und Eis abgebaut werden können. Außerdem werden hier Produkte aus Stein wie gemeißelter Stein hergestellt. Kann mit einer Steinmetzstation eingerichtet werden. Bergarbeiter können hier arbeiten. Verstehe.
Okay, also Straßen gibt es anscheinend noch nicht. Aber vielleicht schalten wir die irgendwann frei. Oder es gibt keine Straßen. Keine Ahnung. Tut ihr jetzt hier auch was oder tut ihr hier nichts? So, also hier haben die schon mal die Äxte drin. Finde ich gut. Aber sie haben noch kein Holz geerntet. Jetzt! Jetzt kam gerade was rein. Ja, geil. Schön. Okay, dann lassen wir das mal voll werden. Sehr, sehr nice. Ich werde hier noch mal ein bisschen was abreißen. Hier gibt es ja auch immer noch mal Materialien. Warte mal. Ich habe gerade meine Axt verbraucht und einfach eine neue gezogen. Woher? Warte mal. Nee, aus dem Lager ist die nicht. Habe ich noch eine übrig gehabt? Ah, ich muss noch eine im Inventar gehabt haben. Neue Stufe auf dem Weg des Kriegers erreicht. Schön. So, wie es aussieht, habe ich jetzt alle verbrannten Häuser hier abgerissen. Gibt hier natürlich noch so verbrannte Zäune und so einen Scheiß, aber die großen Gebäude habe ich jetzt erstmal alle abgerissen. Ja, sieht doch gleich schon viel freundlicher aus hier, oder? Hier sind noch ein paar verbrannte Bäume dazwischen. Ja, das kriegen wir schon noch hin. Aber auf jeden Fall sieht es jetzt besser aus hier. Und die beiden machen auch was. Aber bis jetzt sind es nur 8 Holzstämme. Gucken wir mal hier noch meine Bretter rein. Ah, okay. Also in meinem Inventar sind zum Beispiel Stöcke auf 50 pro Stack limitiert. Und im großen Lager kann ich halt anscheinend so viel reinhauen, wie ich möchte. Ich gehe mal schnell zu der Brücke. Das ist ja unsere Quest, die müssen wir ja aufbauen wieder. Und da gucke ich gleich mal, ob ich da wirklich so ein Spezialbauwerk, Hauswerkstatt brauche oder nicht. Auf jeden Fall haben wir hier eine Questmark, sehr schön. Bei Abschluss wird die Brücke wiederhergestellt und deine Dynastie-Legendenstufe steigt. Errichte ein Spezialprojekt Werkstatt. Einfache Bauwerke-Schema wird mit Fortschritt deiner Hauptquest freigeschaltet. In der Nähe, um mit dem Bau zu beginnen. In der Nähe, also hier so, ne? So. Und dann setzen wir erstmal das Fundament, würde ich sagen. Ah, mit R kann ich drehen. Okay, verstehe. Wir brauchen ziemlich viel Bambus und so, keine Ahnung. Ja, verstehe. Gut, das Ding müssen wir jetzt erstmal fertigstellen. Aber ich sehe hier einen Scheiß. Deshalb gehe ich jetzt erstmal wieder zurück. Und leg mich hin. Aber bis jetzt haben die immer nur 8 gehauen, ne? Ich guck noch mal ganz kurz in die Arbeitsplätze rein. 8. Verstehe das noch nicht so ganz. Oder können die nur 8 ablegen? Ich nehme auf jeden Fall mal die mit. Stöcke. Bambus. Und Bretter. Okay, also wir müssen Bambus fällen. Da vorne ist, glaube ich, was. Und ich könnte eigentlich mal was zu essen vertragen. Natürlich die Frage, gibt es hier irgendwo Disteln? So, Spezialprojekte. Um ein Spezialprojekt abzuschließen, liefere zunächst alle benötigten Materialien an die Spezialprojektwerkstatt. Daraufhin wird das Spezialprojekt in der Liste deiner verfügbaren Arbeitsplätze erscheinen. Weise ihm hier alle benötigten Arbeiter zu und warte einige Jahreszeiten. What the fuck, okay. Es braucht mehrere Jahreszeiten, bis größere Projekte fertiggestellt sind. Achte darauf, dich währenddessen weiterhin gut um die Bedürfnisse deiner Dorfbewohner zu kümmern.
Kann ich das nicht selber machen? Ja? Das gern selber machen. 40 Bretter. Ich muss erstmal was essen. Ich muss zurück ins Dorf. Gebratenes Fleisch. Gib mir mal alles, was du hast. Oder erstmal nur 5. 5 ist auch okay. Ich habe irgendwie gerade den Stapel geteilt, ohne zu wissen, was ich gemacht habe. Ja, 5 ist okay. Ich will jetzt auch nicht meine zwei einzigen Arbeiterinnen verdonnern, über mehrere Jahreszeiten an dem Scheiß zu bauen. Weil ich... Also, ich würde das gerne selber machen und dann auch schnell. Was ich meine? Ja, wir gucken mal. Bin ja jetzt wieder gestärkt. Sollte also funktionieren. Arbeiter 0. Weise Arbeiter zu und warte einige Jahreszeiten. Also ich muss hier wirklich jemanden zuweisen. Na dann, nehmen wir doch Akko. Belohnung für die Spezialprojektabschluss. Dynastielegendenstufe plus 1000. Die Bewohner des Nattertals werden für den Wiederaufbau dieser kleinen Brücke dankbar sein. Nicht nur werden sie den Fluss überqueren können, ohne Last zu werden, sondern auch die örtliche Wirtschaft wird davon profitieren, indem diese Gegendhändlern zugänglich gemacht wird. Gegenstände, Leute. Ein bemerkenswertes Infrastrukturprojekt, das über viele Jahre hinweg von Nutzen sein wird. Ah, ja. Okay, Akku arbeitet jetzt in der Spezialprojektwerkstatt. Schön. Jetzt ist die Brücke noch mehr zerfallen. Okay, alles klar. Jetzt müssen wir halt gucken. Wie lange dauert der Bums hier? Auf jeden Fall hat sie alle möglichen Ressourcen. Kann ich jetzt... Also kann ich jetzt eigentlich noch irgendwas machen? Haben wir noch Nebenquests? Haben wir nicht mehr. Okay, cool, cool. Okay, sie macht hier auf jeden Fall was. Finde ich gut. Und du bist doch Akku, oder nicht? Dann geh doch mal rüber zur Spezialprojektwerkstatt, oder nicht? Tu doch mal da Dinge. Der stackt Baumstämme überhaupt nicht in meinem Inventar. Auch interessant. Wir haben hier in dem Haus haben wir nämlich noch keinen Herd. So. Können wir hier noch einen hin bouncen? Und, warte, wo war es hier? Hier machen wir auch noch einen Herd rein. Dann haben die zumindest schon mal eine Feuerstelle, um sich ein bisschen was zu kochen und so. Oh, hier sind die Gobo-Pflanzen. Da gibt es wieder was zu naschen. Ich muss mich ja jetzt irgendwie beschäftigen, bis die Brücke wieder steht. Also ich brauche auf jeden Fall mehr Steine. Vielleicht baue ich so eine Steinspitzhacke mal und baue da die größeren Steine ab. Weil ich glaube, das ist jetzt so the way to go, um an mehr Steine zu kommen. Weil hier, guckt euch das an. Hier liegen einfach keine Steine. Ich suche sie, aber sie sind nicht da. Hier sind sie. So, dann baue ich mir einfach so eine Steinspitzhacke und dann kann ich direkt da vorne, jetzt muss ich natürlich auf irgendeine Nummer 7, da vorne haben wir nämlich große Steine und die könnte ich jetzt zerkloppen. Stahlspitzhacke oder besser zum Abbauen, okay, aber den hier kann ich abbauen. Okay, da kriege ich auch schon Steine raus, sehr schön. Leider nicht so schön, dass der zerplatzt und ich dann die Steine auf... sammeln kann. Aber ist auch gut.
Nee, für die brauche ich eine Eisenspitzhacke. Also für die großen. Aber es gibt echt viel Stein. Cool. Ich habe jetzt schon 30 Stein. Und ich habe jetzt gerade mal, weiß ich nicht, 4 oder 5 solche Dinge abgebaut. Das läuft. Mir wird einfach nichts mehr gefällt. Hallo. Ich verstehe nicht, was. Ich verstehe nicht, wie das Gebäude funktioniert. Vielleicht könnt ihr mal, die Leute, die schon ein bisschen länger gespielt haben, vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was mache ich falsch. Ah, ich kann auch Stroh selber herstellen aus Gras, lol. Sehe ich jetzt erst. Muss ich hier nochmal direkt nochmal dasselbe einstellen? Nicht. Oder ist das ein so ein Auftrag und der wurde dann erfüllt und dann ist gut? Die läuft ja auch von links nach rechts, ne? Du sollst da hinten irgendwas machen. Können wir jetzt eigentlich sagen, warte mal, wenn wir jetzt sagen, wir wechseln die Jahreszeit. Ich dachte, wir können hier die Jahreszeit wechseln. Ist das vielleicht kaputt? Dorfbauwerke? Glockenturm. Abreißen? Dieses Bauwerk kann nicht abgerissen werden. Okay, aber konnte man irgendwie nicht im Glockenturm die Jahreszeit wechseln? Das wichtigste Bauwerk deiner Dynastie. Mit seiner Hilfe kannst du neue Dörfer gründen, muss in einiger Entfernung von bereits existierenden Dörfern platziert werden. Alle Bauwerke und Gebäude für Dörfer können nur in der Nähe eines eigenen Glockenturms errichtet werden. Er dient außerdem als Schnellreisepunkt und dazu, die aktuelle Jahreszeit zu beenden. Aber geht nicht. Achso, hier steht's. Ein Tag verbleibend bis Jahreszeitwechsel möglich. Stehe. Naja, dann wechseln wir diese Folge noch nicht die Jahreszeit. Ich würde erstmal sagen, das war's mit dieser Folge Sengoku Dynasty. War wieder sehr interessantes Game. Wir haben ein Holzlager gebaut, eine Holzfällerhütte und das Spezialprojekt Dingsbums. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst den Kommentar unter das Video nicht. Das pusht den Algorithmus. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge und ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.